Hey, liebe Kopperspasten, dieses Video ist nicht für Kinder geeignet, ihr Mutterficker, okay? Lasst meine Videos in Ruhe, schaltet sie nicht auf kinderfreundlich, dankeschön. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Land. Wir haben in der letzten Folge schon ein paar Sachen geschafft. Ah, guck mal, da ist es. Und oh mein Gott, warte mal. Ernsthaft jetzt? Ach so, das macht natürlich Sinn. Jetzt würde ich gerade sagen, wenn ich den jetzt, wenn ich schon den P-Switch hätte, aber ja, ja, das passt, das passt. Aber warum sollte man das überhaupt machen? Keine Ahnung. Was ich gerade sagen wollte, wir haben in der letzten Folge ein paar Level geschafft, aber haben jetzt hier ein paar Probleme gehabt. Gut. Ja, das sind aber auch so Secrets, da denkt man sich auch so, ja, naja, irgendeine Ecke hast du jetzt halt nicht mitgenommen. Diese eine Ecke. So unnötig. Ja, wo bin ich jetzt hier? Interessant, interessant, interessant. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in das Rohr hier. Oder, nee, Moment, was? Was? Das ist ja... Das ist schon fucking Kreisverkehr, oder? Ja, naja, es war halt für den Peace-Palast offensichtlich. Moment, ich bin gerade verwirrt. Ich hatte das gemacht. Ja, 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 nee, passt okay. Ja, dann machen wir das mal jetzt. Flora Fields 1! Waren das nicht die ganze Zeit die Flora Fields? Ich habe jetzt bis jetzt nicht so auf die Namen geachtet. Hm, naja. Ja, bis jetzt, was halte ich von dem Hack? Ist ganz okay. Hm, vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Ich weiß nicht, ist alles gerade so... Es fühlt sich alles irgendwie schon so ein bisschen gleich an. Die Secrets, die waren jetzt okay, aber das... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mir letztens so ein... Schon wieder Rohr-Action... Okay, das sieht ja mal interessant aus. Das ist auch wahrscheinlich nur wieder für die Yoshi-Coin, ne? Ich habe mir letztens mal so ein Mario-Video angeschaut. Da hat jemand tatsächlich alle Secret Exits von Super Mario World aufgedeckt. Und eines wäre sehr, sehr interessant. Denn das konnte man nur finden, indem man diesen einen Block gelenkt hat. Also da gibt es so einen Block, der so Münzen ausschüttet. Und den kann man bewegen. Das wusste ich gar nicht. Und viele in den Kommentaren auch nicht. Und ja, warum ich das jetzt letzten Endes anspreche, ich fand manche Secret Exits schon echt pfiffig, aber hier war das bis jetzt so, weiß nicht, komme mir so ein bisschen verarscht vor. Traurig, dass ich da quasi bestraft werde, weil ich irgendeine bestimmte Ecke nicht mitgenommen habe. Deswegen würde ich jetzt mal so sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Und fernab von dem sind die Level bis jetzt... Ja, ich hab's mir gemerkt, aber die Tatsache, dass die den Bildschirm wechseln, finde ich ein bisschen asozial. Mal gucken, ob ich... Ja! Ich hab's tatsächlich geschafft, genau das wollte ich haben. Aber gut, das kann ich im Nachhinein immer sagen. Weil ich jetzt... Ich hab nicht gesagt, was ich wählen wollte, ne? Das ist so ein psychologischer Bullshit-Trick. Jetzt glauben mir wirklich alle... Also klar, ich hab wirklich das gezogen. Aber das habe ich mir gerade so gedacht. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich mir denken, ja, kannst du mir viel erzählen. Ja. Level bisher sehr generisch. Immerhin wechselt jetzt mal die Musik und wir haben mal Nachtlevel. Nachtlevel habe ich immer gern. Das gibt es sehr, sehr selten in Mario Hex oder generell in Mario Spielen. Aber ja, so generell vielleicht jetzt mal so ein bisschen die Gegend wechseln. Es sind halt 108 Level, das ist halt auch so... Ja, guck mal, da haben wir schon mal die... Sehen wir die ersten Auswirkungen. Hui! Also wenn der nicht auf Speed ist, dann weiß ich auch nicht. Nicht, dass ich es beurteilen könnte. Ich bin ja eher so der... ja, der Kokain- und Hanf-Fan. Und Crystal Meth. Crystal Meth, würde jetzt Merkel sagen. Habe ich es gerade gesagt? Ja, bei 108 Leveln... Pff, ich weiß nicht, es... Wäre es da schlimm, das jetzt schon zu kritisieren? Man sollte dann schon so ein bisschen das Areal wechseln und mir jetzt nicht irgendwie 30 Mal dasselbe geben. Also man merkt schon, dass der Schwierigkeitsgrad minimal... Oh nee, schon wie... Ist das jetzt dein Ernst? Die Coins habe ich nur durch Zufall eingesammelt und ich habe sie jetzt tatsächlich gebraucht? Wow! Ja, ne? Gib mir jetzt nicht 30 Level von demselben Scheiß. Aber man merkt ja schon, da oben gibt's Wald und da hinten ist die Wüste. Ich bin wahrscheinlich gerade wieder zu überkritisch. Kennt man ja. Null. Ja,
besser so als gar nichts kritisieren, sage ich mal. Schön, dass wir das geklärt. Levels with an A after their names on the world map have a secret exit. Ach, er hat es mir gerade gesagt. Levels with an A after their names. After their names. Ich muss auf den Levelnamen achten. Und wenn die einen A haben, dann muss ich Münzen sammeln. Schön, dass du mir das sagst. Ja, schön, dass ich das jetzt alles durch Zufall geschafft habe. Dann lass uns, wenn wir das Level schaffen, nochmal auf den Namen achten. Krasser Shit. Also wird das öfter mal passieren. Ja, naja, okay. Von mir aus. So, Mittelpunkt. Leben habe ich auch wieder bekommen. Da wollte ich, war ich wieder zu sehr im Speed-Modus hier. Hui. Ups. Zack, rüber. Bams, bams, bams. Suu. Ja, genau, da sind wir stehen geblieben. Achso, ich kann ja Walljump machen, aber ich würde gerne den Shell... Shelljump! Nee. Okay, machen wir es so. Der kann ja glücklicherweise so hoch springen. Ja, vielleicht eine kleine Hommage an Super Mario Bros. 1. Mit dem Fähnchen vielleicht. Oder es war jetzt nur Zufall. Okay, dann lasst uns mal gucken. Ach ja, da oben steht's ja. Ich muss ja nicht das Level betreten. Ah, okay, aber wofür steht das A? Oh, wahrscheinlich hat sie es mir gerade erklärt. Ich habe noch nicht aufgepasst. So. Das erste... Autsch. Das erste Schlossi-Liney. Man erkennt auf jeden Fall, dass es Gamma V-Schloss-Style ist. Die fucking Fahnen und so generell hat sie ja immer so spezielle Texturen, die ja überwiegend auch gut sind, funktionieren, ne? Nur manchmal gibt es ein bisschen Leckgefahr, habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt, bis jetzt, aber ouch, bis jetzt läuft's definitiv. Boah, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob er da wirklich so hoch springen kann. Zack. Ah, nochmal kann ich dich jetzt nicht penetrieren. Ach, warte mal, das sieht aus als... Ja, oder? Ist da oben was? Naja, ich glaube, das ist eine Abkürzung, Fragezeichen. Ich will mal nachgucken. Vielleicht kann ich ja in dieses Rohr gehen. Das wirkt irgendwie so komisch hier. Nee, das geht nicht. Okay. Mittelpunkt! Pflanzi... Ja, passt. Schön durchspeeden, so mag ich's. Oh, hier vielleicht? Ja, guck. Ah! Ja, der fucking Walljump, ich hasse das so sehr, ne? Es ist irgendwo schon cool und flexibel, aber ich weiß nicht. Entweder bin ich zu dumm dazu oder es funktioniert halt alles irgendwie nicht so. Ich bedenke da nur den Kato-Cheeto-Hack, das war richtig eklig. Ich meine, hier geht's ja, weil du nicht sterben kannst. Ich weiß nicht, ob das so bleibt oder ob das in späteren Leveln vielleicht nochmal ja, offensichtlich schwerer wird. Aber bei Kato-Cheeto war das wirklich so, dass du einfach gestorben bist, wenn du es nicht geschafft hast. Das war schon doof. So, erster Gegner, Standard Super Mario Bros. 3. Huch. Ja. Hui. Ich dachte, irgendwie aus unbekannten Gründen, dass du jetzt nach links gehst. Und zack. Oh. Ja, das war's. Lässt du auch was Schönes fallen hier? Ja. War das immer gelb? Ich dachte irgendwie gerade, das wäre bunt früher gewesen oder blau oder sowas. Aber hey, jedem das seine, wenn gelb eure Lieblingsfarbe ist. Da fällt mir immer wieder die Geschichte ein. Die ich von jemandem gehört hatte. Ich weiß nicht mehr von wem. Das war irgendwie, ich glaube, eine Lehrerin hatte das gesagt oder so. Die hatten da in irgendeiner Schule gelbe Wände. Und jemand hatte eine Gelbschwäche oder eine Schwäche oder eine Gelbkrankheit oder irgendwie sowas. Oh, guck mal. Super Mario Bros. 2. Sogar mit der Musik. Und ja, der musste dann die Schule wechseln, weil der konnte einfach kein Gelb sehen. Der ist da richtig Allahu Akbar gegangen irgendwie. Schon gruselig, ne, wenn man Probleme mit gewissen Farben hat. Ich meine, dass man gewisse Farben mehr mag und gewisse nicht, ja, gewisse Farben halt hasst oder sowas, das ist ja okay. Ja, das ist ja klar, jeder nimmt die Farben unterschiedlich wahr und so, aber so generell, wenn man sich das mal so vorstellt, eine bestimmte Farbe, die du einfach nicht sehen kannst, wie so ein Stier,
Wobei das ja auch nicht stimmen soll. Bei dem Stier soll es ja wohl so sein, dass es eher die Bewegung ist, die dafür sorgt, dass der Stier Allahu Akbar geht, nicht die Farbe. Ne? Aber wer weiß, man steckt ja nicht in dem Tier drin, ne? Ja, war doch klar, dass hier wieder ein Rohr ist, wo man irgendwie rein kann. Schöne Höhlen, okay. Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Spontan irgendwie nicht, oder habe ich was falsch gemacht? Und da oben lag vielleicht irgendwas? Nee, das ist... Keine Ahnung, das ist irgendwie... Es ist halt da. So wie vieles in diesem Hack bis jetzt. Es ist halt einfach da, okay? Es hat mich keine 2 Meter weitergebracht. Schon irgendwie traurig. Ninjis heißen die hier, glaube ich, die Grünen, ne? Waren früher mal lila. Auch ganz, ganz nett. Sieht man sehr, sehr selten. Schade, dass ich die hier nicht aufheben und werfen kann. In, auf der Hack-Seite wird ja irgendwie so damit geworben, dass Luigi halt vieles machen kann, was Mario nicht machen kann. Wie unter anderem den Walljump. Wieso haben sie ihm jetzt einfach mal nicht spontan die Fähigkeit gegeben? Wo die Thematik doch gepasst hat. So, richtiges Schloss. Mal schauen, wie das wird. Wird. Da oben, da ist doch wieder was. Eindeutig. Ah, ja. Fucking Münzen. Ach, Moment, ist das jetzt? Nee, es ist nur ein Schloss. Da, ich habe gerade die A-Münze gesehen und musste spontan wieder an das Secret denken. Nee, ich glaube, sowas geht gar nicht, oder? Secret in einer Burg? Nee, du, lass mal. Brauchen wir nicht unbedingt. Wow. Da ist schon der Mittelpunkt, alles klar. Bin ich so gut oder ist es einfach kack einfach? Spam-Man. Okay, geschafft. So. Zweite Hälfte, was hast du zu bieten? Oh, okay, ein bisschen klettern, ja. Nett. Na komm, den können wir ja mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Schnell hoch. Ach komm schon, ich dachte, ich kann den einfach schön penetrieren run. Kann ich da hoch? Irgendwie würde ich das gerne mal testen. Nee, da ist nichts, okay. Ah, shit! Ich dachte, ich bin nicht so fett. Luigi, warum bist du so fett? Na gut, Mario hätte das in dem Fall gar nicht geschafft. Der ist ja noch fetter. Hier, ja, könnte ich mir vorstellen. Es ist sogar eine Abkürzung. Aber wir sind ja mal nicht so, ne? Wir gehen natürlich den harten Weg, ist ja ganz klar. Aber natürlich sicher, denn wir sind leider klein. Ja, okay, das passt. Ja, das passt. So, zack, weg. Pilz? Ja, natürlich noch ein Pilz. Wäre ja sonst schlimm. Da vielleicht auch? Nee, okay. So, zweiter Boss schon. 2 Boss in einer Folge. Das ist nett. Jetzt hätte ich es beinahe. Ah, nein! Verkackt. Ja, nett, ne? Aber Moment, das war jetzt Bowser. Wie war das nochmal? Bowser terrorisiert das und deswegen spielen wir das. Ja, okay, ich würde sagen, Let's Play beendet. Der Rest ist halt einfach purer Secret. Wahrscheinlich steht jetzt gleich so da von wegen, ja, Bowser ist abgehauen oder so. Nee. Moment, habe ich das gerade richtig mitbekommen? Ja, geil! Ich habe mich gerade beim Runterklettern so gewundert, wieso leckt das Spiel, aber es wechselt on the fly den Soundtrack. Das ist ja mal pfiffig, ey. Das hat sie bestimmt neu gelernt und dachte sich so, geil, das machen wir jetzt rein. Richtig cool. So, jetzt ein bisschen Wüsten-Action, aber kommt spontan wieder Flachland durch. Okay. Klar, das macht jetzt Wüsten-Strandtechnisch vielleicht ein bisschen Sinn. Aber mir fehlt wirklich so gerade so ein bisschen die Abwechslung. Ja, da kann ich doch bestimmt rein, oder? Nee. Oh Mist, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob es hier Secret gibt. Secret. Aber vielleicht kommt es auch wieder so ein bisschen durch die... Ups! Da bin ich doch jetzt tatsächlich gestorben. Durch den... Schwierigkeitsgrad. Ja, es ist ein normales Level. Dass die Leute sich irgendwie so denken, ja, es muss halt irgendwie einfach sein. Aber ist einfach denn gleich zu setzen mit Flachland? Flachlegland? Wer kennt's nicht, das Flachlegland?
Das ist die geheime Zone in Super Mario World, die nach der ultimativen Star World kommt. Also nicht die Star World, sondern die Welt, die danach kommt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Oh! Jetzt hätte er mich fast wieder penetriert. Hi, Fischi. Fischi, Fischi! Oh nein! Was? Ich hätte schwören können, dass ich den jetzt getötet habe. Ich hab doch seine Augen getroffen. Gott, das müssen Stahlaugen sein. Der hat einfach sein Haki auf seine Augen gesetzt. Ruffy wäre ein Scheiß dagegen. Der wäre auch da verreckt. Immerhin habe ich jetzt mal einen Pilz gefunden. Fuck, ey. Ja, das Ding bei dem Walljump ist, ja, man hat es gerade gesehen, ne? Man macht den irgendwie unabsichtlich. Also er ist halt einprogrammiert, so dass man halt, ja, offensichtlich von Wänden abspringt, obwohl man das gar nicht will. Das kann auch schon mal richtig eklig sein. Also für mich ist das wirklich eher eine Behinderung als eine Bereicherung. Gut, das... Fuck. Ja, konnte ich jetzt auch nicht kaputt machen. Müssen wir dann beim nächsten Mal nicht reingehen. Ja, Mensch, was ist los jetzt hier? Erstmal schön kritisiert und dann direkt 2 Leben verloren. Verliere ich jetzt etwa an Skill? Ja, ob ich an Skill verliere oder, ja, wenn ich an Skill verloren habe, ob ich ihn dann wieder für die nächste Folge kriege. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Super Luigi Land. Übrigens, FTC, ich bin immer noch nicht euer Babysitter, also fickt euch. Für den Fall, dass ihr jetzt wirklich so lange geschaut habt, weil, hey, ich kann es euch nicht übernehmen, ich bin sehr unterhaltsam. Nicht vergessen, mein Video nicht auf kinderfreundlich stellen, sonst bringe ich euch um. Eiskalt. Ja, ich hoffe, wir verstehen uns. Ich habe so keinen Bock, das jetzt wirklich in jedem Video sagen zu müssen, ne? Das ist so das Ding, ich meine, wenn... Ich glaube nicht, dass sie so schlau sind, aber man könnte jetzt auch sagen, ja, okay, sie schauen sich immer das erste Video eines Let's Plays an. Nee, ich denke nicht, die würden wahrscheinlich wirklich jedes x-beliebige schauen. Man muss es theoretisch jetzt wirklich in jedem Video sagen, ne? Das packe ich nicht, Leute, das packe ich nicht. Alter, ich sehe jetzt schon die Klagen kommen, ey. 100 mal 42.000 Euro, herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Ich brauche ein bisschen Geld. Nee, also, selbst die netteste Community, das geht gar nicht. Wie willst du das machen? Wie willst du das machen, ey? Das geht gar nicht, ne. Nee. Ja, was auch immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.